Gut, lass uns ganz easy anfangen. Ich bin ein potenzieller neuer Kollege, Ingenieur. Eingestellt. Ich gucke immer dich an, gell? Darf ich einmal die Klappe machen? Was ist Bertrand? Was ist Bertrand eigentlich? Da bin ich mal gespannt. Leg los. Bertrand ist klassisch am Markt gesehen ein Entwicklungspartner, der von der frühen Phase einer Entwicklung über Sales, Produktion bis hin in den After-Sales auch abbildet. Außer Automotive kümmern wir uns hauptsächlich um die Themen Luftfahrt, die Medizin, Technik, Energie, Maschinenanlagenbau. Ich mag es tatsächlich total, wenn man von Bertrand spricht, was wir alle schon gemacht haben und man dann so richtig dieses Staunen in dem Gegenüber sieht. Wir müssen selbstbewusst sein, was wir können, und das müssen wir auch zeigen, dass man dazu beitragen kann. Ich versuche gerade, meinen Bruder zu überzeugen, dass er hierher kommt. Du hast guten Kaffee bei uns? Jetzt übertreibst du gerade. Meistens überzeugen wir die Leute mit unserem Gesamtbild, was wir abbilden. Ich muss da gar nicht viel dazu sagen. Wir zeigen einfach, was haben wir hier, was machen wir, welchen Teil kannst du dazu beitragen, und dann war es das eigentlich auch schon. Und dann kommen die Leute zu uns. Bei Bertrand kann man eben Beruf und Familie wunderbar vereinen. Flexible Arbeitszeiten, flexible Teilzeitmodelle. Wir haben ein Patenmodell. Jeder neue Mitarbeiter bekommt einen erfahrenen Mitarbeitenden an die Hand. Nicht um nur die Technik zu verstehen, sondern einfach um Bertrand zu verstehen. Wir haben eine Breite, wir haben eine Faszination. Wir arbeiten an den neuesten Technologien. Bei Bertrand gibt es Stillstand eigentlich nicht. Wir wollen uns immer weiterentwickeln. Die Führungskräfte wollen, dass wir uns weiterentwickeln. Und du bist ganz vorne dabei, die Mobilität der Zukunft zu entwickeln. Ich glaube, bei Bertrand ist es besonders oder ja herausragender als bei anderen Entwicklungsdienstleistern, weil man eben wirklich diesen Gestaltungsfreiraum bekommt. Die DNA von Bertrand, gemeinsam etwas zu bewirken, das erfährt man von Beginn an, wenn man hier startet. Du kannst hier deine eigenen Ideen, Sachen, Motivation, wie auch immer, alles mit einbringen. Ja? Wir sind nicht festgefahren. Bei Bertrand macht man Dinge häufig zum ersten Mal, weil eben nicht klar ist, was machen wir von morgens bis abends. Wir werden häufig vor Herausforderungen gestellt, die wir so noch nicht hatten. Ich habe es noch nie erlebt, dass wir hier was nicht hinbekommen haben, egal wie schwer es ist. Wir haben ja bei Bertrand wirklich sehr viel unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Bereiche, und so unterschiedlich sind auch die Menschen. Und das ist etwas, was ich in meiner Tätigkeit sehr, sehr schätze, dass wir auch ein sehr unterschiedlicher Haufen sind, auch sehr international sind. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Eckpfeiler der Bertrand-Kultur, dieses Miteinander, dieses Füreinander-Dasein, sich unterstützen. Also ich würde sagen, das Team trägt mich seit Tag 1 durch meine Laufbahn bei Bertrand. Dich erwartet eine extrem spannende Zeit, wenn du jetzt bei uns anfängst, weil wir in vielen Bereichen erst am Anfang sind unserer Reise. Sei es in autonome Systeme oder in der E-Mobilität, das sind die absoluten Trendthemen, wo die Zukunft ist. Das erwartet dich, ganz vorne dabei zu sein.